24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Boom. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rise, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 9. Folge des YPC Bank 2023 und damit zur ersten Hälfte des zweiten Angeltages in Gruppe A. Shimano-Teamangler Christopher Jung konnte an Tag 1 bereits alle 3 Fischarten und insgesamt 5 Wertungsfische fangen, was ihm derzeit für den ersten Platz reicht. Auch der zweitplatzierte Herbert Ziereis hat schon 5 Fische auf dem Board. Für eine Full Card braucht der Oberbayer von Moby Softbaits noch einen maßigen Barsch. Dieselbe Fischart steht auch bei Nace-Gründer Dustin Schöne auf der Fahndungsliste. Der Berliner liegt mit 2 guten Hechten und 2 kleineren Zandern auf Platz 3. Ganz dicht dahinter folgt der amtierende Vizemeister Landry Rosens aus Belgien. Der Fisch-Explorer-Mann hat 3 Zander und einen kleinen Barsch. Er benötigt also einen Hecht für die Full Card. Wildcard-Gewinnerin Regina Posse von CWC startet mit einem Ü-70er Hecht am Morgen gut in das Turnier. Doch da anschließend nichts mehr hinzukam, braucht sie heute einen Sahnetag fürs Weiterkommen. Selbiges gilt für den Zec-YouTuber Markus Eule, der zwar schon früh seinen Problemfischbarsch abhaken konnte, danach aber erfolglos blieb. Die Zonen wurden im Vergleich zu Tag 1 getauscht. Heute starten Dustin, Herbert und Christopher in Zone 4. Landry, Markus und Regina beginnen in Zone 3. In this morning, I will begin with a spot for perch, and I will target only perch. I will try on surface at first. If I am lucky, maybe it's a perch like 40 or 40 plus on top water. But yes, it's not sure. Depending of the results, we will change for another pike spot or for big zander spot. I know some spots in this area, so I like this area. Area 3, it's a really nice area for fishing and for big fish. So let's hope to have a big, big score and to win this qualification. Etwas überraschend, dass Landry zunächst den Barsch upgraden will, anstatt mit einem Hecht die Karte zu komplettieren. Immerhin wirkt er optimistisch. Was ist Reginas Plan für den Morgen? I'm standing on the ferry right now to go to the other side of the Niederrhein. I'm very excited for today. I have a lot of catching up to do, but I'm gonna fish on the lake, on the river. So I hope there is many zander and perch. I have some catching up to do, but we're gonna fish and we're gonna see what the day brings. I think it's gonna be tough because we have full sun the whole day. It's gonna be hot today. We got a little bit of wind. So for the morning I'm gonna fish the river system and later in the day when the sun is fully on, I go to a canal with bridges and we go bridge hopping. Hier liegt mehr Kamera-Equipment als Angel-Equipment. So, hier haben wir den Kescher, den wir brauchen. Hoffentlich unsere Scale, das Wasser. Wir sind ein bisschen früher am Spot. Deswegen stellen wir jetzt ganz gemütlich die Sachen raus. Rute, Kescher, Rucksack.
haben wir alles. Und jetzt würde ich sagen, essen wir noch mal eine Runde und ihr guckt mal, wie es bei den anderen aussieht. Ihr habt gesehen, am letzten Angeltag ist für mich alles andere als gut gelaufen. Ich bin aber echt froh, dass ich den heimtückischen Barsch habe. Und jetzt heißt es natürlich Meter machen. Ich brauche ganz, ganz viele Punkte. Ich habe mich dazu entschieden, erst Hechtangeln zu gehen. Dort vielleicht ein oder andere schöne Hecht fangen zu können. Und wenn das klappt, wenn das wirklich klappen sollte, und dann schnappe ich mal später noch den Zander. So, ihr seht, ich habe mir hier einen See rausgesucht. Der ist noch relativ kalt. Schön klares Wasser. Heute ist eh so ein Tag, viel Sonne. Nicht optimal für Hecht, aber ich hoffe, dass was geht. Ihr seid auf jeden Fall live dabei. Da gucken wir euch mal das an, was ich da dabei habe. Die neue Zeckrolle SRM, super robuste Maschine. Oder Superrolle für Markus, kann man auch sagen. Mega geiles Teil, habe ich jetzt getestet. Wollte ich euch eigentlich letzte Folge schon vorstellen, aber da ist mir die Bremse ein bisschen zu wenig gelaufen. Hoffentlich wird es heute anders da und dann sage ich zu dem Teil noch einmal was da. Ich versuche jetzt erst einmal mit einem Chatterbait oder mit einem Ding mit Vorfach auf alle Fälle schauen, ob da vielleicht ein möglicher scharfer Hecht da ist. Wenn der nicht da ist oder ich den Wecker gefangen habe, dann geht es ausschließlich auf Vollbarsch, weil die Gefahr, dass natürlich das abbissen wird, ist natürlich immer sehr groß. Aber ich muss heute all in gehen und ich möchte zwei große Barsche heute fangen, egal was kommt. Vielleicht nur einen Zander dann vielleicht verbessern oder nur einen größeren Hecht oder überhaupt einen Hecht zum Fangen. Aber vorerst mein Ziel ist, zwei große Barsche. Einen, dass ich einen in der Wertung habe und ich brauche einen Fisch, der wo besonders hohe Punkte macht. Und das macht natürlich ein Barsch, dass ich da eine Chance habe, dass ich da vielleicht jetzt heuer weiterkomme. Zwei große Barsche würden Herbert verdammt gut zu Gesicht stehen. Doch da ist er nicht der Einzige. Ich bin ultra nervös, ich brauche die Barsche. Ich habe gestern trainiert, da hat es ganz gut geklappt, aber um mich herum wurde leider sehr wenig Barsch gefangen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich mich damit verzettel, den ganzen Tag damit brauche und die anderen Fische nicht upgraden kann. Aber ich probiere mein Bestes, ich fange mit dem Twitchbait an. Jetzt geht es erstmal zum Spot und dann geht's los und dann geht die Nervosität hoffentlich auch ein bisschen weg. Drück mir die Daumen. Be quiet. One minute. In einer Minute geht's hier los bei mir und ich stehe direkt am Spot und zwar genau an der Stelle, wo ich anfange. Und ich bewege mich hier keinen Meter weiter, bis ich den ersten Wurf gemacht habe. Denn beim Polderangeln sollte man immer darauf achten, es können auch Fische direkt vor einem stehen. Also hier wirklich 20 cm vorne weg. Es wäre nicht das erste Mal, dass man ins Wasser läuft und sieht was wegschwimmen. Dann ist der Bereich aufgewühlt. Der Fisch ist erstmal verschreckt und will nicht beißen. Deswegen bleibe ich ein bisschen weiter stehen und mache hier erstmal ein paar kurze Würfe, um zu gucken, ob in dem vorderen Bereich, wo ich gleich hinlaufen will, ein Fisch steht. Ich habe noch 17 Sekunden. Okay. So, der erste Wurf. First cast. Ich bin so nervös, ne? Eieiei. Zweiter Tag, UPC 23. Let's do this. Ja, ich fische hier mit dem Twitchbait die Struktur ab. Nutze dafür den Mad Max. Es hat gestern sehr gut geklappt. Allerdings war da auch Schatten. Es war nicht so sonnig wie heute. Man findet als Angler ja immer Ausreden. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich nervös. Ich habe tatsächlich gehofft, dass hier relativ schnell ein Feedback kommt. Aber bis jetzt ist da nichts. Vielleicht muss ich dann doch noch mal eine Etage tiefer probieren mit irgendwelchen Finesse-Methoden. Free Rig, Skirted Jigs, Carolina Rig, vielleicht auch mal ein Net. Mal gucken. Aber erstmal jetzt nicht panisch werden und konzentrieren, dass da noch ein Fisch auf den Twitchbait geht. Wow, it was a perch, man. It was a perch. Shit.
I had a strike. I will try a popper. Maybe we'll, if I change the type of the lure, I will get one. There is a lot of little fish, so I will try a little popper. Fish. Ein Hecht haben wir mal weggefangen vor die Barsche. Da gerade drüber sind es 72. Gutes Gefühl. Weil ich gewusst, da sind natürlich viele Hechte auch da. Ich muss erst die Hechte eliminieren da. Eliminieren hört sich ein bisschen blöd an, aber. Hab schon recht gehabt. Aber weitermachen. Den Plan perfekt ausgeführt. Um im Anschluss mit feinem Fluorocarbon fischen zu können, will Herbert erstmal die Hechte wegräumen und das klappt hervorragend. Positiver Nebeneffekt. Punkte gibt es auch noch. Ein kleiner Zander fliegt aus der Wertung. Herbert verbessert sich um gut 16 Zähler und rückt Christopher auf die Pelle. So ein erlösender Fisch wäre schon gut, denn wie lang ist es? Wahrscheinlich eine Viertelstunde. Noch kein Kontakt. Ja, genau eine Viertelstunde. Komm schon, Pikey. Ja, wir stehen hier gerade mitten in den Dornen. Versuche mal, die Bahn hier direkt an den überhängenden Bäumen mitzunehmen. Sah nicht so aus, als würden hier viele Leute hingehen, denn da war der Weg komplett mit Dorn zu. Der Kameramann hat sich schon beschwert. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich ihn beim Ausholen nicht treffe, weil man hier echt wenig Platz hat. Und dann fischen wir hier mal über das Gebüsch hier drüber. First contact has been made. Yeah. I can see on the lure it was right behind the hook, so yeah, it was impossible to hook it. But yeah, that gives high hopes. So let's continue. So, die ersten Würfe mal mit einem sehr dezenten Dekor gemacht. Jetzt gehe ich mal auch in ein dezentes Dekor über, aber ein bisschen mehr flashy. Vielleicht mit der Sonne, das so richtig schön spiegelt. Ich auch nochmal die Ködergrößen variieren, aber jetzt erstmal Weißfischdesign. Alles ausprobieren. Ja! Oh, lost it! Fuck! Der war drauf. Großer Barsch. Oh nein! Oh nein! Oh, ein gutes Zeichen, die sind aktiv. Oh nein! Kann doch nicht sein, ey. Oh nein, das wäre so gut gewesen. Beim 40 plus Barsch. Ich zeige euch jetzt mal, wie man die Tube montiert. Und zwar, ich nehme persönlich, man kann natürlich jedes Blei nehmen, was man da hat, aber ich nehme natürlich am liebsten ein Tungstengewicht her. Und zwar so eine Chebo-Kugel hat jeder rumliegen, vielleicht da, wo er den Stift verloren hat. Und jetzt versucht man das in die Tube, die drückt man da einfach runter, ganz runter, bis es richtig ansteht da unten. Jetzt ist es unten. Dann schaut man, ob alle so Härchen frei sind, wie bei einem Krebs oder so auch. Man tut die dann auseinander, die wo nur ein bisschen verklebt sind. Gespannt man im Wasser dann drinnen auf alle Fälle, dass der dann schöner ist, wenn das jetzt nicht so verklebt ist, sondern wenn das offen ist. Und dann nimmt man am besten einen Wackihaken. Ich nehme einen Zweierhakengröße her.
möglichst scharf natürlich. Und jetzt sticht man da ein, so nicht tief, so 2 mm an den Rand oder unterhalb von den Rand. Und auf der anderen Seite kommt man wieder raus. So, das Ganze schaut jetzt ein bisschen abenteuerlich aus, aber ist auf alle Fälle fängig. Yes, yes, yes. Oh, das war wichtig. Lange gedauert. Hat's endlich geklappt. Ja, schnell auf eine Wiese gehen, messen. So, die Messlatte habe ich nass gemacht. Immer auf Rasen gehen, nicht auf Stein, falls der mal runterfällt. In der Hektik kann das passieren, ne? 47 cm Barschpower. Auf dem Crank. Oh, das war sehr wichtig. Ich lasse ihn ganz schnell zurück und dann geht's weiter. So, 47 Barschzentimeter. Oh, das sind wichtige Punkte. Sehr gut. Ein Fisch noch, dann habe ich eine Vollcard. Das ist die Tabellenführung. Dustin kann mit einem Traumbarsch die dritte Fischart abhaken, zieht an Herbert und Christopher vorbei und braucht nun nur noch einen beliebigen Fisch für die Vollcard. Den Barsch habe ich mit einem tieflaufenden Crankbait gefangen und ich habe den nicht nur eingeholt, es war mir ein bisschen zu monoton, sondern ich pull den immer so ein bisschen, ne? Also ich bringe ihn auf Tiefe, wenn ich merke, dass er auf dem Boden aufkommt, dann stoppe ich kurz, pulle, hol Schnur, die Slackline ein, pulle, hol Schnur ein, dann macht er immer eine kurze Pause und das habe ich das Gefühl, triggert die Barsche immer noch ein bisschen mehr. Also der bleibt stehen unten auf dem Boden, geht leicht hoch, geht schnell wieder los. Irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert bei Barschen immer gut. Und in dem Fall hat es tatsächlich auch funktioniert. Auf dem Twitchbait den ersten Biss gehabt, auf Gummi ging gar nichts. Weder Tube noch Dropshot noch Carolina. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss man mit einem Hardbait eine Etage tiefer und dann hat es der Crankbait, der Tiefläufer, Gott sei Dank gerichtet. Du hast diesen einen Freund oder diese eine Freundin, die gerne mit dir angeln würden, aber einfach nicht aus dem Knick kommen, ihren Angelschein zu machen? Hier ist dein unschlagbares Angebot, sie endlich zu überzeugen. Wer jetzt einen Online-Vorbereitungskurs auf anglerschmiede.de macht, bekommt ihn quasi geschenkt. Denn mit dem Gutscheincode HUB gibt es ein komplettes Raubfischangelset im Wert von ca. 150 Euro einfach kostenlos dazu. Mobilisiere jetzt deine Freunde und mach sie endlich zu Angelkumpels. Worauf wartest du noch? So, Jungs, ich habe jetzt eben den ersten Nachläufer gehabt, genau bis vor die Füße. Butcher hat mir nicht so gefallen, der. In dem Fire Tiger.
jetzt weiß ich nicht, entweder Blue Ice, mal eine andere Farbe oder gleich eine andere Reiz, eine andere Köder. Ihr seht jetzt hier den neuen Wow-Glider von Zec. Gibt es in drei verschiedene Größen, 8, 10 und 12 cm. Hier jetzt in Ayo. Das Besondere an dem Köder ist, den kann eigentlich jeder führen, sogar ich. Also wenn man ganz normal reinkurbelt und dann schlacht er aus wie ein Jerk. Und wenn man wirklich twitcht, also A-Jerkt, so wie man Jerk normal fischt, und dann schlacht er aus seitlich und flankt noch einmal so. Und hat echt einen extremen Radius. Also ein ganz geiler Köder. Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht hat er auf den Bock da. Well, I think we're gonna be checked if our licenses are okay. They want to know if you have the Fish Blender app. Well, I have it, of course. And then I have to show them my fish pass. And this is my identity. Ja. Lekker aardig. Yes. Hey, thank you. You, thank you. Hey, success to me. Good luck. Thank you. Well, everything is okay, so we continue. I move a bit further this way. I'm still fishing the 10 grams. I noticed the 10 grams is also good in the stream. And the wind is slowly going down a bit. So I continue fishing with the 10 grams. I'm gonna make the whole round, and then we go to the next. Okay, no perch. I had a strike at my first cast, but I don't, the perch don't take the hooks, so I don't have it. It was the deal, maybe one, maybe not, but I have not. Let's go to another spot for pike fishing now. Yeah! Yeah! Yes! Der nächste Barsch! Yeah! Full card! Und wieder in Klamotte! Yeah! Oh, diesmal dachte ich, mit dem Crankbait ging nichts mehr. Ich wechsle mal auf ein Chatterbait mit einem Trailer von, mit einem Predators Trailer. Und dieser, der ist vielleicht sogar noch länger. Yes! Ein schöner Chatterbait von der Firma Fox ist der, glaube ich. Habe ich einen Predator als Trailer rangemacht und ihr seht, er hat den voll weggezogen. Ja, der hatte Lust auf jeden Fall. Ist ein bisschen dünner, aber ich glaube von der Länge ähnlich, so 45 vielleicht. Auf jeden Fall ein sehr schöner Fisch. Oh, der ist ja deutlich länger. 49er. Der hat einen massiven Kopf. Guckt euch mal den Barsch an, wie lang der ist. 49 cm. Oh, super geil. So, der alte Kämpfer darf zurück. Guck mal, der ist richtig abgerockt, aber ein wunderschöner Fisch. Hier im klaren Wasser, wenn er wegschwimmt, ist das nicht toll. Ah, geil. An Tag 1 wollten die Barsche bei Dustin überhaupt nicht beißen. Heute kann der Berliner schon früh zwei absolute Prachtexemplare fangen und sich so mit großen Schritten dem Halbfinale nähern. Eine Full Card mit fast 480 Punkten steht jetzt zu Buche. Das hat in den bisherigen Gruppenphasen immer fürs Weiterkommen gereicht. Dustin ist glücklich und erleichtert. Ja, ich hab's schon oft gesagt, beim Plan bleiben ist wichtig. Und in diesem Fall bin ich echt happy, dass ich das durchgezogen habe, weil ich war drauf und dran, nach der ersten Dreiviertelstunde ohne Biss zu sagen, komm, also ich hatte ja einen Biss, aber dann kam nichts mehr, zu sagen, komm, ich hau ab. Und ja, wie gesagt, glücklich, dass ich hier geblieben bin. Damit will ich mich nicht selbst loben, sondern nur noch mal sagen, wichtig am Plan festzuhalten. Weil man weiß ja, ich habe gestern hier Fisch gefangen und die Fische haben einfach Beißzeiten. Und ich habe vorher schon die Reaktion bekommen oder beziehungsweise die Rückmeldung, dass die agieren, auf dem Mad Max den ersten Biss gehabt. Das heißt, wenn ihr wisst, dass da Fisch ist und der Spot gestern noch gut war, dann glaube ich, gibt es nicht viel andere Spots, die dann viel besser sind. Aber klar, als Angler will man immer frisches Wasser befischen. In dem Fall bin ich happy, dass ich es nicht gemacht habe und hier geblieben bin. Ah,
jetzt fällt schon mal eine super, super große Last von mir ab. Klar muss ich noch ein bisschen reinhauen. Ich glaube, die Punkte reichen noch nicht, um weiterzukommen. Aber zumindest, ja, ist schon mal nicht schlecht. Ich habe gerade nicht das beste Gefühl am Polder. Im Training hat er zwar massiv Bisse produziert, aber jetzt hier im Tournament scheinen die Fische zickig zu sein. Wir warten mal, wir sind gerade so ein bisschen auf der in Anführungszeichen Schattenseite. Auf der anderen Seite, da scheint die Sonne drauf. Vielleicht stehen die Fische ja da und sonnen sich. Wir sonnen uns auch, es ist nämlich ein kleines bisschen kühl, trotz Pulli. Aber ich sag euch, wenn der erste Fisch dran wird, dranhängt, dann wird's warm, dann wird's heiß. Puh, drück mir die Daumen. Aktuell sieht's noch nicht so gut aus hier. Dadurch, dass man gar nicht weiß, was die anderen gefangen haben. Heute ist die WhatsApp-Gruppe ja tot. Man schreibt gar nicht mehr, wenn man Fisch gefangen hat. Weiß man nie, was die anderen haben. Kann sein, dass ich jetzt mittlerweile Letzter bin. You never know. Und man darf sich nie zu sicher fühlen. Brauche unbedingt noch ein paar gute Fische. Aber die kommen hoffentlich noch. Die kommen hoffentlich noch. So, jetzt machen wir einen Spotwechsel. Jetzt gehen wir auf die tieferen Seiten, probieren es da mal eine Stunde und dann entscheiden wir wieder weiter. Okay, we are now on a river. This river is for pike and perch. I will begin on this spot. It's close to the bridge, and I will use this jerk minnow from Stucky Fishing. It's a 6 centimeter, so it's a little bit one, but I have possibility to catch a perch and pike in this spot, so let's try. Die Sonne wird immer stärker und geht immer höher. Das heißt, ich suche mir jetzt noch mal einen Schattenplatz da hinten unter den Bäumen. Und guck mal, ob da noch ein paar Barsche gehen. Weil der kleine Zander, den kann man schon noch upgraden. Wir sind jetzt ganz langsam hierher gelaufen. Hier vor uns saßen nämlich gerade Enten. Gebt denen Zeit, dass die weglaufen. Wenn ihr nämlich zu schnell zum Spot geht, flippen die meistens aus, weil sie Angst vor euch haben. Machen Radau am Wasser und das verscheucht vielleicht die Fische. Deshalb haben wir denen ein bisschen Zeit gegeben und können jetzt hier schön an den Spot laufen. Und auch hier erst ein bisschen vom Ufer wegstehend nochmal einen Wurf hier hinmachen und gucken, ob direkt hier vorne einer steht. Ich glaube, im Vergleich zu letztem Jahr hat sich nichts geändert. Tag 2 startet für mich relativ zäh und die Hechte im Polder haben keinen Bock auf mich. Aha, es ist doch zum Mäusemelken hier. So, jetzt probiere ich auch noch mal eine Nummer größer. Manchmal haben die Barsche ja Bock, weil es gerade ein bisschen ruhig. Probier mal eine neue Farbe von uns und größer vor allem. 110er. Also 11 cm, der hat eine richtig schöne Farbe hier oben, die so schön grün-lila schimmert. Relativ natürlich, bis auf den UV-Punkt hier hinten. Mal sehen, ob der mir auch einen Fisch bringt. Ihr seht es hier, wir haben ganz viel Unterstand mit der Sonne. Die Fische können sich da verstecken. Ja, erstmal probiere ich es mit dem Twitchbait. Und wenn das nicht klappt, dann würde ich nochmal wechseln und mit Gummis hier ganz nah an der Struktur angeln. Das ist der 50er. Wenn der rauskommt, das ist der 50er. Ja, ich habe es gerade erzählt. Auf den neuen Köder. Auf den großen Mad Max. Puh. Ihr glaubt nicht, wie glücklich ich bin. Oh, guckt euch dieses Schiff an. Guckt euch dieses Schiff an. Da hängt der Köder noch, aber ich will ihn nicht so lange hier hängen lassen. Schnell auf die Wiese, schnell messen. Yes. Ich habe gerade noch gesagt, dass sie ein bisschen inaktiv sind gerade. Und dann mal upsizen. Das machen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute werden dann kleiner. Und es lohnt sich immer, es größer zu probieren. Alter, ist das ein
Monster. Vielleicht ist der auch nur so groß wie der andere, nur einfach besser genährt. Aber guckt euch dieses Teil an. Wow! Ganz kurz rauflegen. 51 cm. Den habe ich gebraucht. Ein 51er Barsch war genau das, was ich jetzt wollte. Guckt euch diesen schönen Fisch an. 51 cm. Yes! Mein großer. Oh, schön. Geil. Geil. Und ich habe es gesagt, die stehen unter der Struktur, im Schatten. Größer geworden, neue Farbe drauf und es hat geklappt. Hey, wenn es immer so laufen würde. Happy! Der größte Barsch im bisherigen Turnierverlauf, falls das den Termin auf den Halbfinaltag gelegt hatte, sollte er spätestens jetzt anfangen, alle abzusagen. Der Traumbarsch bringt 102 Punkte, schmeißt einen kleinen Zander aus der Wertung. Das Ding steht schon jetzt bei bärenstarken 521,3 Punkten. Die neue Farbe von unserem großen Mad Max mit dem UV-Punkt hat's gebracht. Super geil, ich liebe die Farbe, weil vor allem, weil die in der Sonne so schön lila, grün, es sieht im Wasser echt wie ein Fischchen aus, dann hier ein bisschen Ghost. Yes. Einen kann ich noch upgraden, das werde ich jetzt versuchen. Ich kann, glaube ich, noch ein Hecht rausschmeißen. Ja, und dann mache ich entweder Großhecht oder ich probiere Topwater, mal gucken. So, Freunde, für meinen Kopf, gell, entwickelt sich das natürlich gerade zum Albtraum, Alter, das ist ja klar. Aber aufgeben tun wir gar nicht. Und schlagen geben tue ich mich um eins noch vier. Boah, Gamiseria. For now it's tough. I just had a really small bite. But further than that, it's really tough. Maybe other types of water are doing better at the moment, but I don't know. It's hard to say. I hope they are struggling, but yeah, I don't know. I need to mount a hook for this lure. So I have with me the Pikecraft system. It's so good for pike fishing. I will show you. You need first a screw. Now the screw is on the head. Second thing, you need the hook system. There is different size. For this one, I will use the M, the medium size. You just put the system in the screw. Up. And it's close finish. Here, it is a little accessory to put inside of the lure and plug the hooks like that. So now the system is totally closed. Now the lure is ready for fishing. And if you want, you can add some weight. So here I have a lot of ball from Pikecraft also. And I will show you how it works. So I will take one, the first one. It's 10 grams. I just put and slide inside the system. So you have now a complete system. It's easy and it's efficient. And if you want to upgrade and to change your lure with some vibration, you have also some accessory and you can use it like that. It's super easy. And you have now a big spinner bait for fishing for pike. So, Fishing Ghost plus Pikecraft system, really nice choice for fishing pike. And the hook, it's BKK, so really nice hooks. Fish.
that's a pike, I guess. This is not a perch. Das ist kein Barsch. Das ist irgendein anderer großer Fisch. Wieder auf den Mad Max. Kämpft aber irgendwie komisch. Ich habe schon gemerkt, dass er hier an den Muscheln gerade von der Steinpackung lang ist, von dem Dings. Ich hoffe, die Schnur wurde jetzt nicht beschädigt dadurch. Gern sehen, was das ist. Oh. Ganz schöner Hecht eigentlich. Kein Monster, aber 85 hat er bestimmt. Leichte Route. Barschangeln, ne? Das ist die Nace One. Bis 18 Gramm Casting. Super geile Route. Aber für große Hechte dann doch nicht das Optimale. Im Sommer sind die natürlich auch sehr agil. Ach ja, 90 hat er vielleicht. Der Köder hängt sehr weit draußen. Das ist ein bisschen das Problem. Warum es schief gehen könnte, aber. Oh, es hat geklappt. Yes! Und guck mal, da oben hängt der Mad Max. Wir messen ihn aber ganz schnell. Sehr schöner Drill. Bei dem Fisch ist krass. Guckt mal hier. Wir werden ihn natürlich auch davon befreien. Da war der Hecht zu stark. Und hat hier einen Haken drin gehabt von einem anderen Angler. Den lege ich hier hin und nehme den gleich mit. 90 hat er vielleicht auch. Ah, nee, hat er nicht mal. Was hat er? 87, ne? Ein massiver Hecht. 87. Das sind nochmal 7 Punkte Upgrade. Ist doch nicht schlecht. So, mein großer Danke. Schöner Fisch. Da steht er schön. Das ist doch das Tollste, ne? Wenn man sieht, wie die da stehen. Oh, ist das ein toller Fisch. Guckt euch den mal an. Schöne Färbung. Hat sich ganz schön verausgabt. Ganz schöner Drill gewesen. Mega. Danke, großer. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man die größeren Köder angelt, hat man auch Hecht als Beifang. Wieder unser Mad Max in 11 cm in meiner neuen Lieblingsfarbe. Ich glaube aber, der hat jetzt hier ganz schön randaliert. Ich gehe mal ein paar Boote weiter. Das gibt's doch nicht. Erst fängt das denn die drei größten Barsche der Gruppe. Jetzt holt er sich als Beifang auch noch den größten Hecht. Bei Markus sind die Pikes dagegen noch überhaupt nicht in Beißlaune. So, Freunde, das war es für hier. Da brauchen wir gar nicht länger rummachen, weil wenn der Hecht gebockert und dann frisst er auch nicht, gell? Der ist nicht so heimtückisch wie der heimtückische Barsch, Alter. Deswegen, die haben einfach Hunger, haben wir zu gesehen bei dem Nachläufer. Da war keine Aggressivität dabei, gar nichts. Da ist 2 Meter hinter dem Köder her, ganz langsam von unten hoch, hat sich hingestellt. Also, jetzt machen wir Gewässerwechsel. Vielleicht läuft es dort besser. Gern. Ja. Oh. I just had a bite. It felt like a zander, but I have no teeth mark, so it's hard to say. Yeah, I don't know what it was. The strike felt like a zander, but it could be a perch. Because I have no damage on the shed, so yeah. Last weekend the season opened, the Dutch season. So there's been fishing a lot on these waters. Well, maybe the fish get more picky, more cautious because of that. Because they already saw a hook of some fishermen. So yeah, let's hope
that one will be more aggressive towards the bait, so it stays on. Als Marketingleiter bei Hecht und Barsch besorge ich für unsere Aktion immer die Kostüme für meine Kollegen und hoffe damit, ihnen Freude zu machen. Aber heute war es irgendwie anders. Die Kostüme sind da. Wer will sich verkleiden? Hallo! Naja, dann mache ich es halt selbst. So eine dämliche Idee, ehrlich. Nee, warte, wo geht denn das rein? Irgendwie viel lustiger, wenn andere das machen. Sagen, das Kostüm ist ab sofort gestrichen. Ne? Unser Grusel-Gambling geht in die nächste Runde. Süßes oder Saures, auch in 2023. Für eine 29,95 mindestens 42 Euro Warenwert sicher, aber bis zu knallsüßen 1400 Euro Gewinn. Vom 10. bis 31. Oktober nur auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 bekommt man hier einen Warenwert von über 200 Euro. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten. Den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spin-Stop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. Ich glaube, ich angle hier jetzt auch nicht mehr so weiter, weil man weiß natürlich nie, aber ich fühle mich ziemlich sicher, dass ich ins Halbfinale komme. Und wenn ich das mache, dann brauche ich natürlich diesen Spot hier. Und deshalb würde ich ungern den jetzt zu sehr verangeln. Allerdings kann ich einen Hecht auch noch upgraden, den irgendwas in der 80 war der, durch einen 45er, 45 plus Barsch. So viele Punkte sind das aber auch nicht. Deswegen mache ich die Line hier noch zu Ende. Und wenn ich das gemacht habe, gehe ich, glaube ich, ein bisschen Zander angeln, um zu gucken, einfach schon mal zu trainieren für den nächsten Wettkampftag. Ne? Einfach zu gucken, wo ist Zander, was geht noch. Muss ein bisschen strategisch denken einfach. Auch wenn ich natürlich hier jetzt privat lieber angeln würde und weiter dicke Fische fangen würde. Aber das ist jetzt kein Spaß hier, das Wetter. Ich habe gerade einen riesen Barsch unten Raum sehen, an der Spundwand. Mal sehen, hoffentlich verscheuche ich ihn jetzt nicht, wenn ich hier runterspringe. Okay, hier sind riesige Barsche. Ich bin hier gerade runtergeklettert. It's on! Oh, auf Mad Max. Puh. Es hat einfach geklappt. Oh. There's another one behind. Oh. Nice. Oh, Jungs, wie geil ist das denn? Oh, was für ein toller Barsch. Guckt euch das an. Oh, ist das ein Traum. 47,5. Tadi hat es gerade bestätigt. Durch seinen Sucher hat er es gesehen, er hat rangezoomt.
Das war eine der krassesten Barschaktionen, die ich je erlebt habe. Ich habe die Raubenhörner gesehen, hier runtergeklettert. Und dann ist der 47er hier raufgeknallt. Jetzt kann ich das Barschangeln auf jeden Fall heute einstellen. Mega. Dustins Auftritt und sein Scoreboard werden immer abenteuerlicher. Von den Fischgrößen her hat er den eigenen YPC-Gruppenphasenrekord längst gebrochen. Doch 2022 konnte er den Traumfischen auch 30 Topwater-Punkte beisteuern. Mittlerweile scheint sogar ein Punkterekord ohne Bonuspunkte möglich, denn die Bestmarke ist nun keine 11 Zähler mehr entfernt. Der absolute Wahnsinn, zumal es bei den anderen echt zäh läuft. So Jungs, eigentlich habe ich mal vorgestellt, dass es anders da läuft, aber es ist halt so, gell? Die Zeit tickt, die Konkurrenz fängt und ich hoffe, habe eigentlich gehofft, dass wir die Hechte erwischen, noch bevor die Sonne hochsteht, aber es hat mir nichts. Attacke, nächster Spot. Schön zugekraut das ganze Ding da. Ja? Leider hat es mit dem Barsch noch nicht geklappt. Aber ich weiß natürlich, dass da riesige Barsch drin sind und auch nicht wenig drin sind. Aber ob man jetzt genau da hinkommt und wann die beißen, das ist natürlich jetzt die spannende Sache. Aber ich werde es auf alle Fälle bis Mittag an den See probieren, weil ich habe heuer da schon ganz gut Barsch gefangen. Und meine Spätzle haben schon einen großen gefangen, heuer, erst vor zwei Tagen. Also, dass da jetzt nicht viele da sind, ist klar, aber die beißen, sind immer groß. Und deswegen bleibe ich jetzt nur da. Weil beifangen hat man natürlich Zander und Hecht. Und ich brauche ja nur einen Barsch. Wenn der jetzt an den See nicht kommt, dann kann er an den anderen auch noch kommen. Ist zwar jetzt für mich ein bisschen nervenaufreibende Sache, es wäre mir natürlich immer schöner, wenn der jetzt schon jetzt einmal kommen würde. Und dann ich versuche, dass ich noch mehr Barsche fange, weil die bringen natürlich am meisten Punkte. Aber ich bleib dran. Unfortunately, no fish. We're gonna move, drive about 25 minutes. I tried everything from crankies to spinners, of chatterbaits, shad, small, big, cross, everything. I went in the shallows, in the deep, in the stream, but nothing worked, unfortunately. So we're gonna pack up, eat something and move to the next spot. Nothing. Pike is off on this river at the moment. And I have no time during the pre-fishing to try the zone. So, it was not a good choice to come here. Let's try another thing, not this river. I will not continue in this piece of river. Sag euch, die Hechte am Polder, die mögen mich echt nicht. Das ist unglaublich. Im Training hatten wir zu der Zeit 10, 12 Kontakte. Selbstverständlich ohne Haken geangelt, sonst wird man die Fische ja verangeln. Aber heute will nix. Sieht so aus, als müsste ich die Rakete zünden, du. Und Plan B fahren, wenn Plan A nicht funktioniert. Und danach sieht's aus. Also der Spot sieht doch echt richtig schlecht aus. Hier steht doch niemals ein Hecht. Also guckt euch das doch mal an. Schattenbereich, überhängender Baum. Hier stehen so vereinzelt nochmal ein paar Schilfblätter drin. Da ist überall so kleine Brut. Wieso sollten hier ein Hecht stehen? Das macht ja gar keinen Sinn. Fisch! Was ist denn dieser Rapfen, oder? Ein Riesenrapfen. Nein, die brauche ich nicht. Eieiei. Schade. Eieiei. Das hat leider der Rapfen bissen. Also im ersten Moment beim Biss meint man ja immer, das ist jetzt genau der Fisch, den man braucht.
War zwar dann schnell klar, dass das nicht der Barsch ist, aber ein schöner Zander oder ein Hecht, das war natürlich auch was gewesen. Aber weitermachen. Dann nehmen wir heute halt dabei einmal einen Zander. Ah, super. Ja, also, wie viel hat der? 62,5 Grad drüber, 63. Da vorne steht auch. So, jetzt brauchen wir bloß noch einen mit den roten Flossen. Okay. Rote Flossen. Auch wenn der erhoffte Barsch und damit die Full Card vorerst ausbleibt, dieser klasse Zander bringt Herbert ein gutes Upgrade und lässt ihn, wenn auch nur hauchdünn, an Christopher auf Platz 2 vorbeiziehen. Da das der letzte Fisch der Folge 9 war, können wir festhalten. Herbert eröffnete das Fanggeschehen mit einem Hecht, beendete es mit einem Zander und dazwischen gab es mit 4 Riesenbarschen und einem großen Hecht, zumindest fangtechnisch, eine einzige Dustin-Schöne-Show. Die 4 restlichen Angler tun sich schwer und konnten heute noch keine Punkte melden. Für das Gruppenfinale am Sonntag um 18 Uhr verspricht das jedoch Hochspannung, denn außer Dustin, der den eigenen Punkterekord jagt, hat niemand eine Full Card, kann sich niemand sicher sein und sollte gleichzeitig auch niemand vorzeitig den Mut verlieren. Es ist alles drin. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, neue Abos und Support in unserem Online-Shop. Bis Sonntag.